Hallo, ich bin Dietmar Wagner von futonwerk.de und ich erzähle Ihnen etwas über Liegetypen und Schlafgewohnheiten. Eine Bemerkung vorweg. Auf eine der meistgestellten Fragen, wie man denn am besten schliefe, ob hart oder weich, gibt es leider keine Antwort. Alles, was dazu von selbsternannten Fachleuten oder pseudozertifizierten Schlafberatern kommt, ist letztlich nichts weiter als Verkaufsförderung. Die einzige Instanz, die einem anatomisch gesunden Körper Auskunft gibt, ist das Wohlgefühl. Um Ihr persönlich bestes Futon zu finden, sollten Sie sich zunächst mal selbst definieren. Wir unterscheiden zwischen Bauch- und Rückenschläfern auf der einen und Seitschläfern auf der anderen Seite. Es geht dabei um die Kontaktfläche, also die Fläche, mit der Ihr Körper die Unterlage berührt. Die ist bei Bauch- und Rückenschläfern entsprechend viel größer als bei Seitschläfern, wo das ganze Gewicht auf wenigen Punkten lastet. Grundsätzlich spielt aber auch der Untergrund immer eine wichtige Rolle. Insbesondere leichte Futons liegen am besten auf dem Boden oder einer ähnlich homogenen Fläche. Doch dazu mehr in dem Clip über Lattenroste. Dies hier ist übrigens ein Zen R2 plus 6, aus keinem anderen Grunde, als dass der eben gerade hier lag. Wir können auch butterweich, weil wir das nicht ablehnen, fragen Sie uns. Aber tendenziell schauen wir in die andere Richtung. Uns geht es um festes, stabiles, ruhiges, ursprüngliches, natürliches Liegen. Mit besten Klimaeigenschaften. Und wir schauen uns jetzt mal das Spektrum unserer Kollektion an. Von ganz hart bis ziemlich komfortabel. Der gemeine Seitschläfer ist allgemein am besten mit unserer Fünferklasse gebettet. Hier haben wir das Volumen, das allen Konturen den notwendigen Raum verschafft, eben auch in der Seitenlage für Schultern und Hüfte. Für leichte Seitenschläfer ist das DX3 übrigens eine schöne Empfehlung. Ihr persönliches Empfinden ist dabei natürlich ganz entscheidend. Das wiederum ist zumeist geprägt durch Ihr vorheriges Schlafpolster. Haben Sie also einige Jahre auf einer vielleicht nicht hinreichenden Schaumstoffmatratze zum Beispiel verbracht, dann mag Ihnen jedes Futon zunächst mal etwas hart erscheinen. Sie brauchen eine Umgewöhnungsphase. Wenn es nach der Umgewöhnungsphase sich nicht angenehmer, schöner gestalten sollte, dann toppen Sie Ihr Futon mit einem Topper. Zwischen Zen 4 und Yasomi 3 plus 2 haben wir ein schönes Spektrum von Zusatzauflagen, die Ihr Bett zum Luxusbett erheben. Weitere Details, um Ihr persönlich bestes Futon zu finden, erhalten Sie in den jeweiligen Produktclips.